Auf uns? Wir starten mit dem, glaube ich. Mit einem... Ja, das ist sehr harmonisch. Starten mit einer Schafgabe. Schafgabe. Ja, liebe Uschi, jetzt bin ich mal bei dir im Fuchsbau heute. Ja. Aber es geht eigentlich gar nicht um Füchse, vielleicht aber doch, wer weiß. Das lassen wir uns mal überraschen. Es geht eigentlich um Pflanzen, weil du bist eine Kräuterweise. Du hast also viel über Pflanzen, über Kräuter über die Jahre hinweg gesammelt. Und erzähl doch mal, wie kamst du dazu? Wie kam ich dazu? Es gibt nicht diesen Moment, wo es Klick gemacht hat. Ich bin einfach ein Kind vom Land. Ich bin auf dem Bauernhof geboren und groß geworden. Und da sind Pflanzen einfach was Selbstverständliches. Also ja, sowohl von der Ernährung her, als auch von der Arbeit her, vom Garten, vom Feld. Und als Kind bist du ja immer dabei. Also insofern war das gar nichts Besonderes für mich. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, nach dem Abitur, nicht gewusst, was mache ich denn, was ist so dann der beste Kompromiss, was könnte mir Spaß machen, habe dann die Ausbildung zur Apothekerin gemacht. Und damals musste man nach dem Abitur noch 2 Jahre Praktikum machen, bekam im ersten Monat 40 Mark im ersten Lehrjahr und im zweiten 80, immerhin doppelt so viel. Gut, aber da war schon jede Woche eine Exkursion, Pflanzen betreffend, dabei. Und man musste ein Herbarium anlegen bis zur Prüfung nach diesen 2 Jahren mit 150 Pflanzen, glaube ich. Die hast du dann gepresst in einem Buch, wie man es klassisch so kennt? Richtig. Bestimmt. Und also ich hatte im Handumdrehen 300. Also das hätte mir verdächtig vorkommen können. kam es aber nicht. Es war nur praktisch, weil viele andere davon profitiert haben, weil ich denen nicht was abgeben konnte. Ja, du konntest was abgeben. Gut. Dann ging es weiter im Studium. Da habe ich natürlich gelernt, was ist in den Pflanzen alles drin, was wirkt, also diese sachliche, wissenschaftliche Information. Aber es war sehr, sehr viel Systematik dabei und man musste Pulver erkennen im Mikroskop anhand der Nadeln oder Kristalle, die da drin waren. Und das war ein pures Auswendiglernen. Und nach dem Staatsexamen habe ich mich entschlossen, das alles ganz schnell wieder zu vergessen. Das geht. Man kann aktiv vergessen. Schneller als passiv. Ich war selber erstaunt. Es war einfach weg. Und dann kam das Leben. Dann habe ich das vergessen. Das heißt, wir haben immer einen Garten gehabt, immer auch im Garten gearbeitet und sowas. Aber eine Freundin damals sagte, wenn ich mal pensioniert bin, mache ich Kräuterwanderung. Und ich habe gesagt, das mache ich nie. So weit weg war das. Aber so haben wir uns kennengelernt. Ja. Das nie habe ich auch nicht mehr lange gehalten. Dann habe ich das Leben, was weiß ich, kam und ich habe aufgehört. Ich habe nie in der öffentlichen Apotheke gearbeitet, weil mir das kaufmännische Talent fehlte. Weil ich gedacht habe, es muss auch anders gehen. So, und habe dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, als unsere Kinder so einigermaßen groß waren und das möglich war. Und da war ein Vormittag, das war immer samstags vormittags, ein Vormittag stand Pflanzenheilkunde und Homöopathie. Und der Dozent hat es nur vorgelesen. Also Pflanzen, Schafgarbe, was weiß ich, Bitterstoff, ätherisches Öl und Birto und so. Und natürlich hingen alle in den Seilen, die noch nie was davon gehört haben und haben gestöhnt. Und ich habe gesagt, so geht es also nicht. Und habe dann gesagt, dann kommt doch heute Nachmittag, wir gehen zum Turmberg hier in der Nähe und ich zeige euch, wie die Pflanzen aussehen. So, und schwupps, da hat er es nicht wieder. Das habe ich von da an öfter gemacht. Und dann habe ich damals einen Freund gehabt, einen Mediziner, der eine Heilpraktikerschule aufmachen wollte. Und der hat gesagt, wenn du Löwenzahn und Gänseblümchen unterscheiden kannst, dann kannst du für mich auch einen Phytotherapiekurs machen. So. Und diese Herausforderung habe ich angenommen. Ich habe dann für 4 Tage Phytotherapiekurs, ich hatte meine Unterlagen alle entsorgt nach dem Studium, hatte nichts mehr davon,
habe dann ein halbes Jahr diesen viertägigen Phytotherapiekurs vorbereitet, weil ich mir das aus allen Büchern wieder zusammengesammelt habe, vor allen Dingen aus den alten Kräuterbüchern. Und mittlerweile war ich ja auch Kinesiologin geworden, also kenne den Vorgang des Lernens. Wir lernen besser, wenn die rechte Gehirnhälfte ein Bild hat und die linke die Fakten damit verbindet. Und deswegen habe ich diese alten Geschichten gesucht, um das eben zum leichter Lernen zu machen. So kam die Kombination von Pflanzenheilkunde und Kinesiologie. Und ja, das hat mir großen Spaß gemacht und das habe ich dann von da ab, das war Anfang der 90er Jahre, eben öfter gemacht. Hast du dich sozusagen rückverbunden durch, an die Quelle, wo du schon mal warst? Ja, und hast sozusagen diese Fülle, die du über die Zeit hinweg erfahren konntest, diese Vernetzung für dich verwendet? Hast du noch weitere Punkte gefunden, wo über die Zeit hinweg du die Zusammenhänge gesehen hast zwischen der Pflanzenwelt, der Tierwelt? Ja, durch meine Arbeit als Heilpraktikerin habe ich gesehen, also es ist gar nicht effektiv, wenn wir nur am Körper arbeiten, nur gucken, was braucht denn der Körper, um gesund zu werden, sondern es war viel effektiver, wenn ich gefragt habe, die wichtigste Frage in meiner Praxis war, glaube ich, immer, was machen Sie anders in Ihrem Leben, wenn Sie diese Beschwerden nicht mehr haben? Also aus der Zukunft herausgenommen, das ist das Bild eines heilen Menschen und jetzt... Genau, was machst du dann anders als bisher, was hast du dir bisher nicht erlaubt? Und das war sehr effektiv. Und dann kamen die ganzen Geschichten und dann konnte einmal aufgeteilt werden, was fühle ich dabei, was denke ich, klar, das war vielleicht das Einfachste, was fühle ich und was ist eigentlich mein innerstes Sehnen? Und das anzusprechen und darüber zu reden oder eben auch mit Pflanzen zu arbeiten, die ja genauso ganzheitliche Wesen sind wie wir Menschen, das war dann sehr effektiv. Und dann, wenn das sozusagen in dem Umfeld, in der Aura in Ordnung gebracht war, wurde der Körper von alleine gesund. Faszinierend. Ja. Absolut faszinierend. Und man kann natürlich sagen, es waren die Pflanzen so. Und die haben mit Sicherheit ihren Teil dazu beigetragen, nicht? Weil auch die reden mit uns auf der Ebene, auf der wir empfänglich sind. Ob das jetzt die körperliche oder die emotionale oder die seelische ist. Johanniskraut, oder? Ja, sehr gut. Ich kenne jetzt mittlerweile auch so ein paar, also der Beinwell war mir natürlich als allererstes erschienen, weil ich habe die Arthrose durch die unterschiedlichen Sportarten jetzt deutlicher zutage gefördert und ich wusste dann, dass der Beinwell der Knochenheiler per se ist, dass man schon die Ritter, die drauf gedonnert haben, mussten ja auch irgendwie ihre Knochen wieder heilig ringen. Und da war der Beinwell natürlich das Beste zum Zeigen, dass es funktioniert. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich wusste, er wächst am Wasser. Und irgendwann saß ich, der Daniel war dabei, mein Ältester, und saßen wir in der Günter-Klotz-Anlage an der Alp. Und dann gucke ich da rüber und sage, Daniel, ist das vielleicht Beinwell? Dann geht er hin, er hat einen viel besseren Zugang zur Natur als ich, guckt an und sagt, ja. Ja. Und in dem Augenblick war der Gebann gebrochen. Ich kenne jetzt Beinwell aus 10 Meter. wenn wir paddeln gehen von unterwegs, dann sehe ich sofort, da vorne ist wieder ein Beinwellfeld. Ja, super. Also ich habe gar keine Probleme mehr, an den Stoff zu kommen, um selber die Salben zu machen. Und jetzt merke ich dann, wir waren am Samstag wandern, so ein bisschen unterschiedliche Pfade entlang gelaufen. Da waren wir im Schwarzwald, den Luchspfad sind wir gelaufen, dann waren wir den Waldlehrpfad und plötzlich kam ich auf ein Feld, da war genau Johanniskraut und Schafgarbe direkt nebeneinander. Da habe ich jetzt sogar auch ein Bild gemacht. Super. Also ich kriege jetzt die Schafgarbe, Johanniskraut, ja, es wird immer besser. Richtig fortgeschritten. Ja, und Paracelsus hat ja vor 500 Jahren gelebt und wäre heute ein durchaus moderner Arzt, so wie er mit den Menschen und den Pflanzen und den Heilmitteln umgegangen ist. Der hat gesagt, was in der Natur zusammenwächst, also wenn du sagst Johanniskraut und Schafgarbe, kann man durchaus auch in das gleiche Rezept tun, also in die gleiche Rezeptur, in den Tee oder in die Salbe oder was auch immer du damit machen willst. Die vertragen, die ergänzen sich gut. Denn Johanniskraut hier, man sieht es so schön, ist eine kleine Sonne und das heißt die Sonne für die Seele. Die hat so viele Strahlen und sie bringt
dieses Licht, was sie eingefangen hat, natürlich in den Körper rein. Und man kann das auch nachprüfen, selber nachprüfen. Man braucht sich nur mal so ein Blütenblatt oder eine Blüte auf die Zunge legen, die Augen schließen und gucken, was passiert. Die Reichheit, die Sonne ist. Ja, wie viel Licht sie eingefangen hat. Lass uns das doch gleich mal machen. Der Pflanze, die letztendlich auf den Körper wirkt, auf so viel andere Sphären noch wirkt. Und schauen wir jetzt die Wissenschaft an, dann versucht die immer alles viel, viel kleiner, also wenn wir jetzt mal den Menschen anschauen, aufs Genom zu gehen, auf die Chromosomen, auf das Kleinste, auf die kleinste Aminosäure. Und dann meint die Wissenschaft, daraus könnten wir das Ganze wieder erkennen. Jeder, der so ein bisschen mit Mathematik bewandert ist und Gödel zum Beispiel kennt mit seinen Unvollständigkeitstheorien, weiß natürlich, dass das gar nicht funktionieren kann, dass wir da absoluten Grenzen unterworfen sind. Aber die Wissenschaft meint trotzdem, wenn sie das Detail begreift, wird sie die Fülle begreifen. Und da ist doch wieder schön, dass uns quasi die Heilung, die Praxis zeigt, das ist wirklich die gelebte Praxis, dass es halt nicht das Detail ist der Pflanze, sondern dass es die Wechselwirkung ist. Es ist nicht der Inhaltsstoff. Es ist nicht der Inhaltsstoff. Obwohl, wir haben sehr viele Gene mit Pflanzen gemeinsam. Also auch das ist unbestreitbar so. Es gäbe uns nicht, wenn es keine Pflanzen vorher auf der Welt gegeben hätte. Und die sind Millionen Jahre älter als wir und haben die Erde durch die Photosynthese eben bewohnbar gemacht. So lange, bis diese ungefähr 20% Sauerstoff in der Luft waren, das tierisches Leben möglich wurde. Und da gehören die Menschen noch dazu. Und aus dieser Zeit, aus dieser alten Zeit stammt es, dass also wir etwa zwischen 50, 60, manchmal sogar 70% unserer Gene mit Pflanzen gemeinsam haben. Also die ganzen Energiezyklen, Zitronensäurezyklen und was da alles abläuft, haben wir mit Pflanzen gemeinsam. Je nach Pflanze mehr oder weniger. Und das finde ich sowieso faszinierend. Alle Menschen, warte mal, es sind 2% der Gene, die uns vom Affen unterscheiden. Also 98% unserer Gene haben wir mit Affen gemeinsam. Mit den Mäusen ja auch 95%. Und die Menschen untereinander, die so viel Aufhebens machen um die Unterschiede, unterscheiden sich auf der Ebene der Gene um 0,1%. Und das ist grandios. Das müsste man sich nur klar machen. Ja. Können wir uns viel Ärger sparen. Ja, denn wenn wir nicht dieses letzte Promille, das ist ja oft so, kommen Menschen zusammen und sind eigentlich sehr verbunden über ein gemeinsames Interesse, sagen ja, dann verbinden sich nicht über die 80%, wo wir Konsens haben, sondern sie teilen sich eigentlich über die 20%, wo Unstimmigkeit besteht. Und dann geht jeder seinen eigenen Weg und jeder scheitert für sich, statt zu sagen, hey, 80% ist schon super, 90% super, 99, also hallo, lass uns doch gemeinsam gehen und nicht jeder für sich, nur weil jetzt im Promillebereich es Unterschiede gibt. Und da ist der nächste Ansatzpunkt, dieses dahin gucken, wo etwas nicht stimmt, stammt auch aus unserer Entwicklung, weil das mussten wir tun. Wenn sich das Steppengras ungewöhnlich bewegt hat, konnte da ein Tiger oder sowas drin sein. Also mussten wir gucken, dass wir die Stelle, wo sich was tut, im Auge behalten. Und das geht heute nicht mehr, denn bei uns bewegt sich so viel. Also nicht nur die Fahrzeuge, sondern es ist immer irgendetwas aktiv. Und wenn wir dahin gucken, um zu gucken, wie kann ich dann überleben, geben wir uns keine Chance mehr. Daher kommt ganz viel Mutlosigkeit und ich denke auch ganz viel Angst eben. Wie soll ich denn das schaffen? Und wenn wir das wieder trainieren, also was heißt wieder, wir konnten es noch nie, aber das trainieren, tatsächlich dahin zu gucken, wo etwas in Ordnung ist, wo die Ruhe ist, wo die Stille ist, wo die Natur eben ist, die Pflanzen sind, dann
wird es uns sehr viel besser gehen. Und dann merkt man auch, Mensch, alles, was ich brauche, habe ich ja eigentlich in mir. Ich muss es nur leben. Was sich auch bewegt, ist die Sonne. Man sieht es ja so langsam. Das ist auch genau der ideale Zeitpunkt, um jetzt gleich einen neuen Ort auszusuchen in deinem Garten, wo die Sonne dir nicht so ins Gesicht scheint. Und diesen Schnitt würde ich gern verbinden mit einem kleinen Gartenspaziergang und vor allen Dingen verbinden mit dem, wie ich dich auch kennengelernt habe, mit Kräuterweisheiten. Du kannst so wunderbare Geschichten erzählen, wo die Kräuter auch in diesem Kulturgut des Geschichtens erzählen eine besondere Anerkennung haben, eine besondere Achtsamkeit widerfahren. Ja. Jetzt gibt es immer natürlich die schönste und beste Geschichten. Nein, welche spürst du aus dir heraus am verbundensten? Welche ist die Geschichte, wo du sagst, ja, mit der fühle ich mich persönlich verbunden? Magst du sie teilen? Aber es ist alles da an Pflanzen, was man braucht im Laufe des Jahres. Und hier haben wir noch ein bisschen Johanniskraut. Noch nass vom Regen der letzten Nacht. So, jetzt habe ich es ein bisschen geschüttelt. Und man sieht die 1000 kleinen Sonnen. Und man hat sie immer geschätzt, das Johanniskraut. Bringt das Licht in die Seele. Und das Licht war das, was man immer schon geschätzt hat. Ein alter Name für das Johanniskraut ist auch Fuga Dämonum, also treibt die Dämonen in die Flucht. Wie macht es das? Eine Geschichte. In alten Zeiten hat man ja gefeiert. Das Johanniskraut blüht zur Sommersonnenwende oder eben zu Johanni am 24.06. Und da hat man Sommersonnenwendfeiern gemacht und Feuer gemacht und die mit Tanz verbunden, mit dem Feuer, ist über das Feuer gesprungen, damit man gekräftigt und gereinigt und bereit war für den neuen Sonnenzyklus im neuen Jahr. Und ja, Johanniskraut blüht zu dieser Zeit in Büschen am Wegesrand. Und es war die Zeit, da ein junges Mädchen in den besten Jahren zum Tanzen gehen wollte, ins Nachbardorf. Und die Oma sagte, aber pass auf, du musst zu Fuß darüber gehen. Sollte ein junger Mann sich dir nähern, der mit dir flirtet, oder so könnte es sein, dass der mehr von dir will. Achte drauf, ob er nicht ein bisschen komisch riecht, ob er wirklich nett ist, ob die Sache nicht einen Pferdefuß hat. Und wenn du das brauchst, dann such dir Johanniskraut, da kommt er nicht mehr hin. Und das Mädchen sagt natürlich, ach Oma, was du immer hast, mir passiert doch sowas nicht. Macht sich schick, macht sich auf den Weg, geht ins nächste Dorf zum Tanzen. Und was passiert? Natürlich nähert sich ihr ein schicker junger Bursche, nett mit Hut und flirtet mit ihr, sie unterhalten sich gut. Und plötzlich geht ihr Blick an ihm nach unten und sie sieht, da die Sache hat doch einen Pferdefuß. Lässt sich aber nichts anmerken, denn sie ist ja ganz schön schlau. Das sind meine Gartenschuhe, gell? Und sieht einen Busch Johanniskraut am Wegesrand, legt einen kleinen Spurt an und springt auf diesen Busch aus Johanniskraut. Und der Teufel, der es natürlich war in Gestalt eines schmucken jungen Burschen, springt ihr hinterher, prallt aber an der Lichtschranke, die das Johanniskraut aussendet, zurück und ist so wütend darüber, dass ihm dieser gute Fang entgangen ist, dass er um sich herum trampelt und auf die Art trampelt er alle Blätter des Johanniskrauts kaputt. Seitdem sind Löcher in den Blättern des Johanniskraut. Das müssen wir uns nochmal angucken. Aber in diesen Löchern ist das heilende rote Öl drin, was man gut extrahieren kann. Also der Teufel ist schuld, dass das Johanniskraut auch 1000 Löcherkraut hat.
denn nicht nur die Blätter, sondern auch die Blütenblätter enthalten diese roten Öldrüsen mit dem heilsamen Johanniskrautöl, was man auch gut extrahieren kann. Irgendwo habe ich es auch stehen. So, schauen wir uns mal so ein Blatt an. Kannst du diese dunklen Punkte da aufnehmen? Auf den Blütenblättern, das sind die Öldrüsen. Da ist das Rotöl, wie es auch heißt, das rote Öl drin. Und das hilft gegen den Dämon von heute, nämlich gegen Stress. Johanniskraut hat eine Wirkung bei leichten und mittleren Depressionen, bringt also auch da die Sonne in die Seele. Aber bevor es zur Depression kommt, kann es auch schon wirken und dafür sorgen, dass man gar nicht erst melancholisch wird, zum Beispiel. Da steckt die Galle drin. Johanniskraut wirkt auch auf die Galle und den Gallenblasenmeridian und sorgt damit für positive Stimmung, eine positive Wirkung. Da hinten ist gerade eine Biene gekommen, die sich freut, auch ein bisschen Licht holt. Die Biene ist ja auch ein Sonnentier und das Johanniskraut ist eine Sonnenpflanze. Und wenn man das Johanniskrautöl gewinnen will, dann kann man all diese Blüten, egal ob aufgeblüht oder ein bisschen verblüht oder vielleicht sogar schon hier nur die Reste um die Samenkapsel herum, kann man alles nehmen, abpflücken und in ein Schraubdeckelglas tun, mit normalem Olivenöl übergießen und je nach Sonnenschein 4 bis 6 Wochen, dieses Jahr sicher 6 Wochen in der Sonne stehen lassen. Dann geht das rote Öl aus dem Johanniskraut in das Olivenöl über. Und wir haben etwas für die Hausapotheke das ganze Jahr. Kann man äußerlich verwenden, auch für deine Gelenke zum Beispiel. Man kann es auch innerlich nehmen. Da fällt mir noch eine Geschichte ein aus der Apotheke. Als ich damals im Praktikum war, kam immer ein altes Mütterchen, brachte ihre Flasche mit und sagte, bitte Johanniskrautöl reinfüllen. Und irgendwann habe ich sie gefragt, was machen Sie denn damit? Und dann hat sie gesagt, ach, wissen Sie, Fräuleinchen, das gab es damals noch, Fräulein, ich lese doch so gerne und ich esse doch so gerne, aber am liebsten lese ich nach dem Essen. Nur wenn ich alt bin, ist mein ganzes Blut im Magen zum Verdauen und der Kopf ist nur noch müde. Wenn ich aber Johanniskraut nehme, dann hilft mir das beim Verdauen, das Blut ist im Kopf und ich kann wieder lesen. Auf diese Art hat sie ganz einfach erklärt, die Wirkung vom Johanniskrautöl. Und man kann es tatsächlich auch innerlich nehmen, wenn man es dann mag. Ah, ich starte immer gerne mit so einer Tasse Tee. Okay. Schafgarbentee. Führt ja vom Entweder-Oder zum Sowohl-als-auch. Wir kommen wieder zurück von dem Johanniskraut zur Schafgarbe und eigentlich zurück zu allem. Jetzt haben wir schon im ersten Videoteil so viel von dir gelernt, mit den Zusammenhängen der Kräuter, wie die Pflanzen wirken, wie sie genetisch doch uns gleichen und wir also Teil der Pflanzen sind und Pflanzen Teil von uns. Also wir sind ja unendlich miteinander verwoben sind und wir gar nicht sagen können, das ist jetzt Pflanze und das ist Mensch, sondern diese Übergänge zusammenhängen. Na, zumindest haben wir eine große gemeinsame Ebene. Genau, eine große gemeinsame Ebene. Und das ist das Stichwort. Zurzeit lebt der Mensch oft in einer Ebene, und zwar in der materiellen Ebene. Wir sind sozusagen Sklaven des Materialismus. Und die Pflanzen haben ja eigentlich Zugang auch zu einer anderen Ebene. Mit dem Gunnar Kaiser sind wir ja bis zu dem Punkt auch gekommen in dem Interview, dass unsere Gesellschaftskrankheit sozusagen sehr stark an dem Materiellen verortbar ist, dass wir uns da letztendlich verlieren als Menschen, die genauso Emotionen haben, die auch ein Seelenleben, also deutlich mehr haben als nur das Materielle. Wie können wir uns über Pflanzen wieder rückbesinnen, das ist, was wir eigentlich sind? Ja, ganz einfach.
einfach. Ja, das ist schön. Ganz einfach. Du suchst dir eine Pflanze, die dir gefällt, die dich irgendwie anzieht. Also von mir aus den Beinwellen, ja, oder weil du den ja erzählt hast. Und dann ist es ganz gut, neugierig zu sein. Also so sich dieser Pflanze zu nähern, als wenn du dich einem neuen Menschen, der dir unbekannt ist und doch interessant erscheint, näherst und sagst, so, jetzt mit dem möchte ich mich mal unterhalten. Also ganz offen sein. Und dann setzt du dich zur Pflanze oder du pflückst ein Blatt und steckst es in die Hosentasche. Aber setzen ist eigentlich am besten, weil dann kommt nichts anderes, da ist man nicht abgelenkt. Und was uns den Zugang ermöglicht, sind unsere Sinne. Also zuerst darfst du schauen. Wir sind sowieso Augenmenschen. Guckst dir alles an. Wie sieht die Pflanze aus? Was hat sie für Farben? Wie ist das Grün? In welcher Umgebung wächst sie? Krabbeln da vielleicht kleine Tiere rum? Oder was fällt mir eigentlich auf? Und wenn du meinst, dass du genug gesehen hast, dann machst du die Augen zu und fühlst als nächstes. Vielleicht die Blätter vom Beinwild sind ja ganz schön rau, ganz schön kratzig, ganz schön haarig. Kann man natürlich sagen, ist die Kieselsäure, die da drin wirkt, aber brauchen wir jetzt nicht, wir wollen nur fühlen. Und dann, wie fühlt sich das an in der Hand und auf der Haut und vielleicht sogar an der Wange? Und nebenbei immer darauf achten, was kommen denn da für Gefühle oder Gedanken? Also die Pflanzen reden nicht mit uns so, dass wir es verstehen können, aber sie schicken uns, schenken uns Emotionen, Eindrücke, da drückt sich etwas ein aus dem Wesen der Pflanze in unser Wesen. Muss man gar nicht in Worte fassen können, aber es ist, auch wenn es noch nicht greifbar ist, oft einfach eine bestimmte Stimmung. Gut, fühlen, sehen, fühlen, dann riechen, ganz wichtig. Was rieche ich, wenn ich das Blatt zwischen meinen Fingern verreibe und es mir unter die Nase halte? Und der Geruch geht ja direkt ins Gehirn, ohne Kontrolle. Darauf achten, an was erinnert mich das? Was kommt da? Und das muss gar nichts Altes sein. Es kann durchaus auch wirklich mal, gerade bei Pflanzen, ein neuer Eindruck sein. Also auch nur einfach registrieren, ohne zu werten. Die Wertung bleibt draußen vor dir. Hat hier überhaupt nichts zu suchen. Gut, sehen, fühlen, riechen, schmecken. Das ist der nächste. Wenn das da gut gerochen hat, können wir es auch in den Mund stecken und, wie du es mit der Johanniskrautblüte gemacht hast, gucken. Die Augen sind immer noch geschlossen. Was passiert denn? Was macht denn der Geschmack? Will ich den nicht? Sollte es eine giftige Pflanze sein, dann, und man weiß es nicht, dann schmeckt sie meistens schlecht und dann spuckt man sie wieder aus. Das ist eine ganz natürliche Abwehrreaktion. Es gibt auch Ausnahmen da, aber die lernt man dann auch kennen. Wichtig ist, wie schmeckt diese Pflanze? Ist sie bitter? Ist sie süß? Ist sie sauer? Irgendwas. Und wieder, was macht das mit mir? Mhm. Und dann kommt noch das Hören. Und wir haben gehorcht die ganze Zeit auf die Reaktionen in unserem Körper, die durch die Pflanze hervorgerufen sind. Aber was kann ich wirklich hören? Und da habe ich mir dann vorgestellt, wie das ist, diese Pflanze könnte mit der Ackerschachtelhalm zum Beispiel, eine Pflanze, die 400 Millionen Jahre alt ist, die Schachtelhalme oder auch die Farne oder die Bärlauch. Alle Vorgänger von den Bäumen. Genau. Die könnten mir erzählen, wie das damals war und wie das war mit den Dinosauriern. Mittlerweile wissen wir das, aber trotzdem, ja? So. Also unter Hören, da kommen dann die alten Geschichten, die ich so gerne erzähle. Da stelle ich mir dann vor, es wäre die Pflanze, die mir das erzählt. In Wirklichkeit habe ich es natürlich aus Kräuterbüchern raus. Und so. Aber was höre ich? Und dann kommt die Musik ins Spiel. Die Klänge. Die Klänge. Es gibt Menschen, die haben Elektroden angeschlossen an Pflanzen und die Musik aufgenommen. Oder die Musik, die entsteht, wenn ein Wind über ein Kornfeld streicht. Das ist ein ganzes Konzert. Und wenn man seine inneren Sinne und äußeren Sinne darauf einstellt, hört man vielleicht eine Melodie. Und manche Pflanzen verschenken Melodien, schenken dir deine eigene Melodie. Und dann das ist natürlich toll, weil das trägt. Ja, weil genau. Die eigentliche Melodie, das ist ja ein Grundton, ein Rhythmus, der das Leben eigentlich auch trägt. Wir
lauschen dem Ganzen nicht. Lauschen ist vielleicht sogar der richtige Begriff. Das ist ein schönes Wort. Das ist nicht hören, sondern das ist Lauschen. Das ist Absichtslose, das ist einfach offene. Ja. Und wenn du dir vorstellst, dass du das machst mit einer Pflanze, dann spielt die Zeit keine Rolle mehr. Du hast kein Gefühl mehr für Zeit. Du weißt, ist jetzt eine Minute vergangen oder zehn? Oder wo war ich überhaupt? Ja. Das ist die Erholung an sich. Mhm. Das ist die Stille, auf die wir achten müssen. Und das ist sowas wie ein Mini-Urlaub im Alltag. Ja. Und Einstein sagt ja auch, dass die Zeit relativ ist, dass die Raumzeit letztendlich das Entscheidende ist, also die Verbindung vom Raum mit der Zeit. Und wir der Zeit eigentlich viel zu viel, wenn man so sagen will, Bedeutung zumessen, dass wir sie über alles stellen, dass wir, Taylor hat natürlich Tolles gebracht, indem er Arbeitsabläufe auf Kleinstteiliges runtergezogen hat, aber dann alles zu stoppen und dann im Fließband den Takt unterzuordnen, hat den Menschen mit Sicherheit zum Sklaven der Zeit gemacht. Ja. Und das tragen wir immer noch, weil das ist die Generation vor uns. Unsere Eltern haben damit viel Qualen erstehen müssen und heutzutage ist das Fließband ja auch noch in den Fabriken da. Also wir könnten über die Natur und über den Klang der Pflanzen durchaus wieder in einen Rhythmus kommen, der uns näher ist als Mensch, als den Klang der Maschinen. Der uns auch nährt. Mhm. Nicht nur näher ist, sondern der uns wirklich auch nährt. Das sind ja nicht nur die Mineralstoffe, Vitamine, die da drin sind, sondern das ist eine feinstoffliche Nahrung. Ja. Waren wir früher viel weiter an der Stelle, das wahrzunehmen, das aufzunehmen, das zu akzeptieren? Das ist jetzt eher die Wissenschaft, die modern, die sagt, glaubt nicht an den Humbug, oder die Medizin, die sagt, hey, hier gibt es eine Pille, eine Spritze und alles ist weg. Also jetzt zum Beispiel die Diskussion mit Corona, du kriegst eine Spritze und die Freiheit ist wieder da. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, ein schönes Wunschdenken, nur dieser Wunsch, der platzt schneller als eine Seifenblase. An der Stelle sind wir jetzt gerade. Also, ich denke, es hat immer beide Seiten gegeben. Ja, alles ist möglich. Und ich bin auf der anderen Seite davon überzeugt, dass wir gewinnen, wenn wir diese Krankheit oder die Impfung oder eine Infektion, was auch immer das ist, sozusagen nach ihrem Sinn hinterfragen. Mhm. Wenn wir sagen, gut, jetzt bin ich krank, was lerne ich daraus? Ja. Was kann ich daraus lernen? Wenn wir diese Perspektive gekriegt haben, dann tun wir ganz viel für unser Immunsystem. Und was ich auch noch schön finde, in den letzten Tagen gelesen habe, wir sind nicht nur antiviral aktiv, sondern wir sind pro-Immunsystem aktiv. Also der Körper tut von sich aus etwas, nicht kämpfen, sondern okay, wo ist meine Kraft? Irgendwo ist sie noch da, auch wenn ich krank bin, sind 90% von mir in Ordnung. Ja. Und diese 90% aktiviere ich, dass sie die restlichen 10% wieder gesund machen. Ja. Und das, finde ich, ist eine Einstellung, die mehr Kraft bringt, als zu sagen, ich muss da aufpassen, mich dagegen wehren, das darf nicht geschehen und sowas. Nein, ich arbeite pro Immun. Ich finde das toll. Wir haben vor knapp einem Jahr her einen Kinderarzt, nachdem der Dr. Kummer ja in Ruhestand gegangen ist. Es gab eine lange Zeit, wo wir keinen hatten. Und jetzt haben wir durch den Michael Friedl wieder jemand gefunden, der genau die Krankheit so sieht, wie du es jetzt beschrieben hast, als Möglichkeit zu schauen, als Innenschau, was will die Krankheit uns jetzt sagen, was ist jetzt da. Ich muss aber dazu gestehen, wir hatten seitdem nie eine Krankheit mehr, also wir konnten jetzt nie ausprobieren, wie das funktioniert, weil wie du sagst, die Krankheiten kommen oder gehen und die Dinge, die jetzt da sind, die haben wir sehr gut im Griff in der Art und Weise, dass wir zuerst mal wirklich schauen, was braucht das Kind und was ist notwendig und nicht gleich, oh Fieber, sofort irgendwie fiebersenkende Mittel nehmen oder sonst irgendwie was, sondern achtsam, behutsam angehen. Genau. Ich glaube auch, daran liegt eine Qualität und dein Wissen mit Sicherheit da drin, dass man die Volksgesundung nicht an eine Institution abgibt, einen Staat, an eine Medizin, an eine Industrie, wie wir es jetzt gerade aktuell erleben, wo sich ein Staat dann darum kümmert, dass das Volk gesund wird. Weil in allen Ambitionen, wo der Staat zu tief in die Grundlage
Grundrechte eingegriffen hat, war das Ergebnis nicht gut. Das war immer ein totalitärer Staat, weil er immer mehr Macht an sich gezogen hat, immer mehr Möglichkeiten, dem Volk sozusagen zu sagen, was richtig und falsch ist. Und immer wenn die Gesellschaften offen waren und sich selbst um das gekümmert haben, und Gesundheit ist, glaube ich, so das A und O, wo sich ein Mensch auseinandersetzen sollte. Du hast, glaube ich, viel Literatur geschrieben, wo in die Richtung geht. Das würde ich nachher in dem Video gern verlinken. Ja, dass gerne. Jemand, der da ein bisschen tiefer einsteigen will, auch was zum Nachlesen hat. Mhm. Und nicht nur das Video, aber ich glaube, so ein bisschen Appetit haben muss man jetzt da reinbringen. Okay. Aber wichtig ist mir noch wirklich diese Eigenverantwortung zu betonen. Nicht? Also auch bei jedem kleinen Wehwehchen. Wir können uns selber erstmal am besten gesund machen und die Pflanzen wachsen rundherum, die wir dazu zur Hilfe nehmen können. Und dann kommt es zu einem nächsten Schlagwort, was ich auch liebe. Dann kommt es nämlich zu ansteckender Gesundheit. Schön. Okay. Ja. Mhm. Gut. Bücher habe ich viele geschrieben. Immer mit eigentlich auch wieder, am Anfang war der Zufall, wie das so schön heißt. Eigentlich, das war, ich habe dann diesen Unterricht gemacht an der Heilpraktikerschule und dann haben die Leute natürlich gefragt, und wo steht das alles? Also der Zusammenhang zwischen Fakten und Geschichten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das steht noch nirgendwo, das müsste ich aufschreiben. So ist es dann gekommen. Und das ist jetzt 20 Jahre her. 20 Jahre hast du gesammelt, aufgeschrieben, verdichtet, Menschen das nahegebracht, wo sie sagen, sie verstehen, dass da was ist, aber sie möchten es gern lesen und sie haben nicht die Kraft, sich selber auf den Weg zu machen. Und sich selber auf den Weg machen ist gut, denn es gibt überall Kräuterwanderungen, dass man die Pflanzen kennenlernt. Und wenn man dann diesen inneren Zugang findet dazu, so wie ich es beschrieben habe vorhin, dann kriegt man Hilfen, über die man selber erstaunt ist. Ja. Es ist eine Welt voller, auch voller Magie und voller Zauber. Und das ist uns auch ein bisschen verloren gegangen. Nicht? Je größer die Angst wird, umso weniger wollen wir eigentlich von diesem Teufel hören, in Anführungsstrichen, der uns da verführen könnte. Aber wir haben ja das Zeug, damit umzugehen. Wir können uns ja dagegen wehren. Weil man muss dazu sagen, die Kinder haben das noch. Also wenn sie auf die Welt kommen, ist es nicht verloren. Wir verlernen es oder dann wäre das Lernen wieder ganz toll oder wir werden verführt von Technologie, von Denkweisen, von Konditionierungen, die uns dort wegbringen. Aber es ist einfach zu wenig Zeit dafür da. Ne? Die Zeit ist immer nur ein Scheinargument. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann weiß ich, er hat andere Prioritäten. Ihm ist was anderes wichtiger. Ja, er will dann die Nachrichten lieber schauen, als sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ja. Und Nachrichten kann danach nur etwas richten, was schon passiert ist. Also was bringt mir Nachrichten? Okay. Eigentlich muss ich vorrichten. Also ich muss vorausschauen, dass ich weiß, was erwartet mich, was brauche ich? Oder idealerweise in dem Augenblick zu sein, ich habe jetzt eine Aufgabe, jetzt eine Herausforderung und jetzt stelle ich sie mir und stelle alles andere zurück. Und eine Aufgabe wäre, die Pflanzen kennenzulernen, denn man braucht gar nicht viele. Also man muss nicht, was weiß ich, 100 kennen, sondern es reicht eine Handvoll. Mhm. Oder vielleicht 7 oder 8, allerhöchstens. Wenn man die kennt, so wie hier die Schafgarbe zum Beispiel, die hat den Beinamen Heil aller Welt. Die ist in unserer Teetasse. Ach so, ja, ich war gerade, Lavendel sehe ich nämlich hier und darum dachte ich gerade, ups, wo muss ich die Brille holen? Weil Schafgarbe erkenne ich mittlerweile auch recht gut, allein an den Blüten und dann natürlich die Blätter, die so palmenmäßig weggehen, weil es gibt doch viele, die eine sehr ähnliche Blüte haben. Also die sehr verwechselnd ähnlich sehen und dann guckst du die Blätter an und merkst, okay, ist sie doch nicht. Genau. So wie beim, ich durch dich kennengelernt habe, das Berufskraut, habe ich mir sogar gemerkt. Das Kanadische oder das Einjährige. Es gibt viel verschiedene Sorten. Ich sehe es sehr oft, weil, sag mir das andere, die nicht marien. Gänseblümchen. Das Gänseblümchen, danke. Das ist, weil man sich denkt, das wäre Gänseblümchen, aber auch so hoch gewachsen auf einem halben Meter und das ist dann doch was Besonderes. Ja. Früher war das für mich Gänseblümchen. Gänseblümchen am Stiel. Und seit dem Kräuterspaziergang vor 2, 3 Jahren, weiß ich, das ist Berufskraut. Ja.
Und das hat nichts mit dem Beruf zu tun, den wir ausüben, sondern mit diesem Unberufen Toi-Toi. Also heißt eine Verwünschung oder jemand hat mir was Schlechtes an den Hals gewünscht. Das sind die Berufskräuter. Das kann man nämlich mit einem Bad wieder abwaschen, mit einem Bad in einem Berufskraut. Und das war ganz praktisch. Man ist früher davon ausgegangen, wenn die Kinder klein und schwächlich und kränklich waren, dass sie irgendwie verhext waren, in Anführungsstrichen. Und deswegen hat man sie dann gewaschen in den Berufskräutern. Und wenn das Wasser dreckig war, dann war die Verwünschung abgewaschen. Also doch ganz praktisch. Also da sehe ich auch die Praxis drin. Danach ist man auf jeden Fall sauber. Früher hat man auch was gemacht, wo sehr seltsam ist, Aderlass. Da hat man die Leute also wirklich zu Ader gelassen, Blut rausgeführt, das verunreinigt war. Und dann sind die Menschen entweder gestorben, weil sie kein Blut mehr hatten, der Kreislauf weg war. Oder sie haben neues Blut gebildet und waren stark. Also nur die Scharten kommen in den Garten. Das war da damals, da sieht man aber, wie die Medizin sich quasi entwickelt hat, über ganz viele Fehler, über ganz viele Dinge, wo schiefgelaufen sind, wo komplett negiert wird, wo gar keiner mehr sieht. Die heutige Medizin hat so viel Irrwege begleitet, wo man heute sagen würde, nie und nimmer würde man das unterschreiben. Aber irgendwie hat sie sich so reingewaschen, vielleicht durchs Berufskraut, wer weiß, dass sie jetzt weiße Westen hat. Also es ist immer Erfahrungsheilkunde, denke ich. Es ist immer abhängig von dem, der die Medizin oder was auch immer das ist, betreibt. Und wie gesagt, der beste Spezialist für einen selber ist man selber. Ja. Das muss man nicht. Nach innen lauschen, die Sinne aktivieren, mindestens die 5, die du aufgezählt hast. Den 6. kann man ja auch noch, das wäre dann die Intuition. Ja, Warum nicht? Warum nicht die dich leiten lassen? Die wird auch gefördert übrigens. Also durch viele Pflanzen, weil viele Pflanzen eben den Zugang haben zu dieser Ebene, wo die Intuition und die Inspiration zu Hause ist. Zum Berufskraut wollte ich noch sagen, das ist so häufig, man kann das gut essen. Das schmeckt ganz lecker scharf. Also das als Salatzugabe oder so sieht nicht nur schön aus, sondern... Das ist der frühere Pfefferersatz. Also ja, so ungefähr. Das funktioniert. Wir haben es auch gemacht. Die Scharfstoffe bringen ja auch den Stoff. Der Nachgeschmack ist auf jeden Fall pfeffrig. Und klar, sind nicht so eine Marrakesch-Mischung. Der Originalpfeffer ist natürlich deutlich schärfer, aber als Ersatz wunderbar. Gut. Ja, jetzt kommen wir schon fast wieder zum Ende, weil man könnte ja ewig bei dir im Garten sitzen und ewig Filme drehen. Aber du hast noch was Schönes vorbereitet und das gezeigt. Ja, also das mache ich jedes Jahr. Johanniskrautöl frisch ansetzen. Die Blüten haben wir gesehen. Egal, ob sie frisch aufgeblüht sind oder schon verblüht oder sogar schon Samen gemacht haben. All das rupfe ich ab und tue es in ein Schraubdeckelglas, übergieße es mit normalem, biologischem natürlich Olivenöl und stelle es in die Sonne. Das steht jetzt hier schon bestimmt 6 Wochen, weil wir hatten nicht viel Sonne in diesem Sommer und es ist auch nur leicht rot geworden, aber es ist Zeit, das abzufiltrieren. Ich filtriere es dann immer durch einen Kaffeefilter, weil dann die Schwebstoffe am besten rausgehen. Ja. Es dauert zwar länger. Sieht schon, allein da sieht man, wie Grapefruitrot die Tinktur geworden ist. Ja. Unglaublich. Und man sieht beim Johanniskraut jetzt nichts Rotes. Also es ist alles gelb, was sichtbar ist. Ja, genau. Bis auf diese dunklen Flecken. Bis auf die Flecken. Die Löcher. Was der Teufel da reingemacht hat. Das ist das Öl vom letzten Jahr. Und das war so sonnig. Das ist so richtig kristallrot. Klasse. So. Und das gehört in die Hausapotheke bei jedem Wehwehchen. Auf der Haut, an den Gelenken. Oder wie wir gehört haben, auch zur Verdauung nach dem Mittagessen. Und Sonnenbrand. Immer dran denken. Bei Sonnenbrand habe ich es schätzen gelernt, abends. Ja. Nicht bei Licht, dann gibt es eine dunkle Haut, aber abends zur Erholung. Ja. Am nächsten Tag ist der Sonnenbrand kaum noch spürbar, sichtbar. Genau. Superschön, Johanniskraut. Sehr schön. Ein Wegbegleiter, gerade wenn man seinen Körper etwas mehr abverlangt, als nötig wäre. Ja. Genau, Muskelkater zum Beispiel, Zerrung, Sportverletzung, Blutergüsse. Super. Alles. Vielen, vielen Dank für den schönen Einblick in deinen Garten. Ich danke. In den Fuchsbau. Ja, den haben wir nicht gefunden, aber es ist ein richtiges Zuhause, was wir hier haben. Das habt ihr schon. Hat auch seine Vorteile. Ja, sehr gut. Ich bin gespannt,
was so alles noch erwächst, welche Verbindungen daraus und wer jetzt einfach sagt, hey, ich lasse mich da jetzt auch inspirieren, anregen, auf die Suche zu gehen, die Pflanze zu finden, die ja harmonisch mit mir schwingt und da den Zugang wieder zu bekommen zu diesem reichhaltigen, ja, das ist ja mehr als eine Welt, die Pflanzenwelt, das ist ein Universum. Ein Schatz. Ja, ein Schatz. Ja. Ein Schatz, der jedes Jahr wieder aus der Erde kommt, sich einfach verschenkt. Ja, sich verschenkt, bedingungslos. An uns Menschen. Und es so nimmt, wie es ist. Ja, und wenn wir das schätzen können, erhöht das mit Sicherheit auch noch die Wirkung dieser Pflanzengeister. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch.